Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem Side-Deck-Video gegen Monachen. Kam ja die letzten paar Tage ein paar Showmatches mit dem Leidenden Dennis und seinem Monachen-Deck. Deckliste ist auch bei uns auf Facebook. Falls ihr an der interessiert seid, schaut dort vorbei. Ansonsten hat Monachen ziemlich hart rasiert und deswegen schauen wir uns mal ein paar Karten an, damit ihr gegen Monachen nicht so hart leidet wie Tati und Chong. Dann haben wir als erstes den Fog King, Nebelkönig. Und solange der liegt, können keine Monster mehr attributed werden. Oder allgemein Karten nicht mehr attributed werden. Den kann man normeln, dann hat er aber 0-0. Und dann können die Monarchen immer noch drüber laufen mit den Vasallen. Beziehungsweise den Squiren. Oder du kannst ein Monster attributen und der erhält die ATK dazu. Und dann kommt Monarchen fast nicht mehr drüber. Dann haben wir die Maske der Beschränkung. Hat denselben Effekt wie der Nebelkönig. Es kann einfach nichts mehr tributet werden und auch ein sehr gutes Out gegen die Monarchen. Natürlich halt viel anfälliger gegen MST und Twin Twister. Aber die musst du erstmal ziehen und bis dahin stoppt Maske der Beschränkung einfach das ganze Deck. Dann haben wir noch als nächstes Chain Disappearance. Die Karte taucht immer wieder mal auf und die ist halt richtig krass gegen die zwei Squire. Wenn die Chain Disappearance kassieren, kann schon mal vorbei sein. Wenn ein Monster mit 1000 oder weniger ATK beschworen wird, also Normal oder Special, dann banish das Monster und alle Monster mit demselben Namen von der gegnerischen Hand und seinem Deck. Also sind die einfach alle weg. Und dann ist halt die ganze Combo, der ganze Loop mit denen vorbei. Schwächt die auf jeden Fall ziemlich hart. Dann haben wir noch Pulling the Rug. Konterfalle. In der Gegend ein Effekt von einem Effektmonster, das aktiviert wird, wenn es genormelt wird. Also sprich jeder Monarch, wenn das Attribut beschworen wird, oder halt die Squire, wenn die genormelt werden. Auch nicht so schlecht. Und man kann auch Effektwähler und Forbidden Chalice spielen. Kommt auf dasselbe hinaus und die zwei Karten sind zurzeit eher vertreten. Wobei die drei Karten natürlich nur anwendbar sind, wenn der Monarchenspieler kein Ding hat. Wie heißt es? March of the Monarch, glaube ich. Mal schauen, ob die überhaupt gespielt wird. Ist momentan noch fragwürdig, habe ich gehört, aber falls schon, dann sind die Karten natürlich nicht so effektiv. Genauso wie die nächsten, Schwarzes Loch und Rageki, sind eigentlich auch sehr stark. Falls die Monarchen dann, also falls das Board geklärt wird, ist die Spielfeldzauberkarte nicht mehr aktiv. Da kann man wieder pendeln und aus dem Extra-Deck beschwören. Aber wie gesagt, wenn March of the Monarchs liegt, dann eher nicht. Und als letztes haben wir noch Gosenmatch oder auch Rivalität. Verhindert halt hauptsächlich die Combo mit den zwei Squiren auf dem Feld, weil die unterschiedliche Attribute und unterschiedliche Typen haben. Und solange das liegt, dann können die halt keine zwei Monster-Attributen, um die zwei neuen Bossmonster zu beschwören. Dann haben sie nicht mehr so viele Optionen, Monster zu beschwören und legt die auf jeden Fall auch lahm. Ansonsten war es das eigentlich auch schon wieder. Nur ein kleiner Tipp, nur ein paar Hinweise auf ein paar Karten, die euch vielleicht nützlich sein könnten dann im Matchup gegen Monarchen, falls ihr es nicht selber spielt. Oder auch sogar im Mirror Match. Einfach damit ihr nicht so leidet wie unsere Jungs gegen den Dennis, weil die keine Ahnung hatten gegen Monarchen. Ich habe mir selbst auch drei Starter geholt und werde wahrscheinlich noch ein Opening und Deckbau und sowas dazu machen im Video. Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr noch andere gute Karten gegen Monarchen habt. Ansonsten bis zum nächsten Mal und leidet nicht so viel. Oida, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, leidet nicht so viel.